Das schwatzen will ich schon mal ganzes Wochenende. Ja, vielleicht sollte ich doch noch mal auf die. Machen wir eigentlich Grift-Geschichten? Wie man mag. Ja, hast du es aktiv oder hast du es nicht aktiv? Das bleibt mein Geheimnis. Ich habe es nicht aktiv. Du Ich hast es kann nicht. damit mittlerweile besser fahren, dass der Arsch nicht so rutscht. Oh, ich habe 3 Punkte Rückstand in der Serie. Das geht ja mal gar nicht. Ich kann schon mal überlegen, was ich mir als nächstes für ein Auto kaufe. Der McLaren oder der McHandpool? Ah, okay. Ja, irgendwie gibt es auch ein Special-Fahrzeug, den Scooter Turbo, also ein Mini Cooper. Finde das ein bisschen gemein, dass du so. Was ist das für eine Strecke? Ja, die kenne ich ja noch gar nicht. Ah, was. Abgedrängelt. Naja, mein Freund. Mit unfairen Mitteln hier. Ja, da weht ein eiskalter Wind durch meinen Arbeitsvertrag. Der hiermit gekündigt ist. Jetzt gucken wir mal ab, weil ich. Ah, hast du ein Daneben. Glück gehabt. Galaktisch daneben geschossen. Guck mal. Hier, kannst du ein Fragezeichen einsammeln. Nix. Fahre ich Nix. schön dran vorbei. Das will ich nicht. Sollte mal Ah, aufhören hier, zu. Dom Pinguin Champagner. Sollte mal aufhören zu bremsen. Schön, dass du dir die Gegend angucken kannst. Hier, guck mal, den kriegst du. Nee, den kriegst du nicht. Nee, Boah, bist ja na. schön in James Bond-Manier ausgewichen. Klar, Mission Impossible. denn. Ah, jetzt hat er mir schon wieder den Punkt geklaut. Boah, die Kurve hier ist echt fies, ne? Ja, ich bleibe mal in Käse Oh. vom Sandwich hängen. Jetzt bin ich hier gegen imaginäre Ecken gefahren. Ah, das werde ich schon wieder verlieren. Ja. Oh, das ist kein guter Start für mich, Freunde. Oh, ich habe genug Kohle für die Bunny Hop Reifen sogar. Aber die will ich noch nicht kaufen. Weil sonst bin ich wieder pleite. Ja, die werden zukünftig schon eine wichtige Rolle spielen, aber ein bisschen Kohle noch sammeln. Was kosten die? 50.000, glaube ich, ne? Nope. 100? 100. Ja, Korrekt. habe ich eh nicht mehr. Ja, 72 habe ich. So, verrat mir mal dein Geheimnis mit deinem Special-Start. Hast du doch alles schön gegoogelt heute, ne? Du hattest frei, ich musste arbeiten, hast du dir direkt wieder einen Vorteil verschafft. Nix googeln. Den ganzen Tag vorm Rechner gesessen und geguckt, wie du mich hier schön mit Gemeinheiten besiegen kannst. Meine Mario Kart Erfahrung, der Blitzstart. Ja, mir fehlen die Bananen, wobei das ja mit der Ölspur relativ ähnlich ist. Ja, aber nichts Hätten gegen den sie Panzer. ein bisschen liebevoller gestalten können, aber ich mag den Publisher Yo Sushi. Dein armer Controller wird hier schon wieder penetriert bis zum geht nicht mehr. Huch! Hakst du da und schießt das Eis noch daneben? An der Spüle vorbei. Ich glaube, Stellbogen am Sushi-Teller ganz vorne dabei. Na, bremst du eigentlich? Wer bremst, hat Angst. Super, ich fahre hier einfach überall dagegen. Hm. Mist, da hätte man abkürzen können. Sushi-Town. Ich glaube, heute bin ich tatsächlich ewiger Zweiter. Du bist Sieger der Herzen. Oh, kann ich mir nichts verkaufen. Ja, es gab ja immer die Siegermedaille und die Ehrenmedaille. Die Ehrenmedaille war für alle die, die einfach hingekommen sind. Das ist ja wie mit Bundesjugendspielen. Die Ja, wollten ja. ja die Siegerurkunden abschaffen. Also die Bundesjugendspiele sollten ja abgeschafft werden wegen Siegerurkunde und was war das andere? Ehrenurkunde? Ehren. Korrekt. Es ist ja diskriminierend für die Kinder, die. Ah, Eiswürfel. Ist ja für die Kinder erniedrigend, ne? Keine Siegerurkunde zu kriegen. Ist dann so, vielen Dank fürs Mitmachen. Aber du bist Vom Tisch voll. gefallen. Aber du bist voll Kacke. Ja, genau. Nett, dass du da warst. Viel Glück beim nächsten Jahr. Genau. So nach dem Motto: Nimm mal ab, mein Freund. Kauf dir Schuhe. Wobei ich habe Pong! wie hieß Hat denn er das sich hier Ding? vom Tisch getreten? Hieß das Ding Feldaufschwung? Ich glaube, ne? Kann sein, ja. Dieses Ding am Reck, nicht am Reck. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Stange hieß. Das war das Einzige, was ich nie konnte. In Sport immer geglänzt, aber diesen komischen Feldaufschwung oder wie auch immer das Ding heißt. Oh, ich gewinne! Ich habe verloren, Ich sollte weil vielleicht mal. irgendwas nach meinem Auto getreten hat. Ach so. Das war das imaginäre Monster. Nee, da ist irgendwie, weiß ich nicht, hier ist ja so der Sushi-Tinkel.
da fahren ja schon mal Schüsseln und ich bin in einem falschen Moment, dieser falschen Kurve, einfach von so einem Teller weggetreten worden. Wolltest nach links fahren, hast du nach rechts gelenkt, ne? Ja, dann irgendwas schaffe ich. Ja, ist schon spät, verstehe ich. Koordinationsschwierigkeiten habe ich auch jeden Tag. Nur nicht beim Zocken, vor allem nicht, wenn ich gegen dich zocke. Ich muss dich ja vernichten. Ah, jetzt sind es wieder nur 3 Punkte. Ich komme ran, mein Freund. Oh, 69. Da fällt mir nichts zu ein. Mir auch nicht. Mich interessiert natürlich auch, wofür hier Level 8 steht, also 8 XP, was man damit später machen kann. Das ist quasi, da habe ich mich mal informiert, desto höher dein XP-Level, desto mehr Zugang hast du zu anderen Rennserien. Im Multiplayer ist es nicht so wichtig, aber da man dadurch auch meistens Stärke, Autos oder Fähigkeiten hat, kann man auch im Multiplayer das XP-Level festlegen. Ich habe es momentan auf spielt keine Rolle. Aber ich könnte auch sonst sagen, ich will nur mit Level 7 Typen fahren, um immerhin weiterhin zu gewinnen. Ah, verstehe. Ich würde natürlich mit XP 1 gegen alle XP erfahren, also, um zu zeigen, dass ich es voll drauf habe. Das ist die Heckantrieb-Power. Wenn sie nur... Oh nein, nicht vom Tisch fallen. Tschüss. Ja, hättest du verdient. Oh, was ist das denn? Oh, mit Tunnel. Oh, hier unten kann man... Aua, wieder was kaputt schießen, habe ich gerade gesehen. Ja, da ist hier so ein Streichhölzer. Was hast du denn hier wieder für eine epische Monsterstrecke ausgewählt, mein Freund? Streichhölzer? Ja, ich habe mich hier nach meiner Rallye-Karre orientiert. Ich bin aber davon ausgegangen, dass ich führe und jetzt werde ich hier gnadenlos mit Säurebädern. Bist du reingefahren? Kapiert. Ja, mich ist bei dir eingeblendet gekriegt haben, ich dass du 100 es. Münzen dafür bekommen hast. Ah, sehr schön. Achte ich nicht drauf, ich habe nur Ching Ching gehört, wie die Kasse geklingelt hat. Ja, das liegt nicht für uns. Jetzt gucken wir mal. Ah, ich habe jetzt hier eine Rakete. Jetzt gucken wir mal, ob wir das. Was da drin? Kaputt schießen können. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Ja, hat es funktioniert? Okay. Ja, aber ich bin leider. Ja, bin ich richtig im Over. Ah, hier rechts war noch was zum kaputt machen. Ich bin in die Klappe daneben gefallen, wo man nicht mehr rauskommt. Ja, das ist. Mein Auto steht jetzt. Ah, ich werde auf die Straße zurückgehen. Sehr schön. Das verliere ich doch jetzt gerne. Dann kann man mal. Nein! Gucken, aber nichts. Mist! So schön abgebremst und einen Millimeter dran vorbeigefahren. Oh, ich habe eine neue Rakete. Das ist auch von Vorteil für das nächste Streichholzgedöns, was ich kaputt schießen kann. Gucken wir mal. Es ist natürlich immer wichtig, dass man auf der Strecke sucht. Es gibt sehr viele Verstecke, wo man eben Münzen abgreifen kann, um mehr Kohle zu generieren. Mehr Kohle, bessere Autos, bessere Ausstattung. Wie im echten Leben. Wer die Kohle hat, hat den Rest auch. Ach, du willst doch jetzt hier einfach nur vom Thema ablenken, dass du verlierst und erzählst jetzt irgendwelche Ingame-Tricks, als würdest du ein Tutorial machen, damit deine Daseinsberechtigung noch minimal gegeben ist. Ah, jetzt bin ich wieder an der Münze vorbeigefahren. Eine Runde habe ich aber noch. Aber das ist nett von dir. Über die Ziellinie gerollert. Ist das Benzin ausgegangen? Hallo, fährst du mal weiter? Danke. Ja, guck mal. Den schenke ich dir dann direkt, wenn du... Bin mal gespannt, wie lange das liegen bleibt. Ich hoffe lange. Hast es nämlich nicht anders verdient. Oh, guck mal, Wunderkerzen. Oh, da links. Ah, okay, die Münze kriege ich leider nicht mehr. Müssten wir halt nochmal fahren. Müsst ja tatsächlich immer gucken, ob hier irgendwo Münzen bling bling machen. Ich werde die ganze Zeit irgendwie von hinten anvisiert. Ja. Ich hab's auf deinen kleinen Arsch abgesehen. Auf meinen kleinen, niedlichen, blauen Heckarsch. Quasi. So. Easy cheesy, easy going ins Ziel. Sieg für Team Nissan Skyline. Sieg für Nissan Skyline am Arsch. Du mit deiner komischen, du mit deinem bayerischen Mistwagen da. Nee. Viele sagen ja, das heißt... Werkstattauto. Hast du umlackiert? Ganz heimlich, ja. Offscreen. Gefällt mir. Ja, ich habe den Red Look. Aber weißt du was, wenn das so ist, ich kann das gerade von hier aus leider nicht machen. Ach, ich will dich mit dem wunderschönen Metallic Blau einfach die ganze Zeit blenden. Ein Blender. Wieso bist du nur schon Level 9?
Weil ich gerade voll die XP-Bonusrunde hatte. Junge. Junge. Mhm. Pass auf, wie du mit Siegern sprichst, Junge.